Die Minecraft-Verarsche von SkyGuy und Forks. Über 6 Jahre her. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir auch dazu mal was sagen. Ich werde ganz ehrlich mit der Wahrheit antworten. Ich bin sehr gespannt. FireGolden macht selber, glaube ich, kein YouTube mehr. Aber das Video ziehen wir uns jetzt mal gemeinsam rein. Yo, Leute, Max am Start. Heute in dem Video über SkyGuy und Forks. Die beiden haben jetzt separate YouTube-Accounts. Wow, da habe ich 21.000 Abos gehabt. Da habe ich meinen Kanal ganz, ganz neu gegründet. Interessant. Also ich komme da ja in ganz tiefe Vergangenheit. Ich habe das Video auch nicht vorher geguckt. Ich habe keins der Videos vorher geguckt. Ich suche die random raus. Das heißt, jede Art von Vorwurf, ja, muss ich mich hier live zu äußern. Also, ja, cutten kann ich das Ganze nicht. Wo sie Daily Uploads machen. Sie laden also nicht mehr alles abwechselnd auf SkyGuys Kanal hoch. Dementsprechend können sie die Videorate verdoppeln und theoretisch auch doppelt so viele Leute ansprechen. Die Videos, die sie machen, handeln von der Minecraft Griefer Szene und den... Wichtig, ich habe keinen eigenen Kanal gemacht, damit wir uns verdoppeln. Das war einfach, weil ich meinen eigenen Kanal machen wollte. Ich habe halt eine Zeit lang mit Wilco, mit SkyGuy zusammen seinen Kanal gemacht und es war halt irgendwie an der Zeit, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Scammern, also Minecraft-Kindern, die andere Sachen zerstören, andere abziehen oder ihnen irgendwie anders den Spielspaß nehmen. In dem Video stellen SkyGuy und Forks sich immerzu als Gutmenschen dar, die auf ihrem eigenen Server für Recht und für Ordnung sorgen. Aber hier wird sich um solche Sachen gekümmert, nun mal, Marlon. Ihr Server, der durch die IP durchrasten.de zugänglich ist und den die beiden gemeinsam führen, wird dabei permanent beworben. Darunter besonders der Shop, in dem kostenpflichtige Ränge erworben werden können. Wir haben jetzt auch ein mega, mega cooles Sommer-Update und Freunde, der Hero-Rang ist jetzt wieder bei uns im Shop. Das ist ein mega Special-Rang, den haben wir nur sehr selten bei uns im Shop. Allerdings werden diese Videos nicht als Werbevideos oder zumindest der Videoinhalt als Werbung gekennzeichnet. Deshalb gehen die Kinder... Okay, dass das nicht als Werbung gekennzeichnet war, war nicht böse gemeint. Ich glaube, wir waren einfach zu dumm dafür. Dummheit schützt nicht vor Strafe, aber dass da oben rechts Werbung steht, ich glaube, das war uns in dem Moment nicht bewusst. Heutzutage steht das da immer, aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da waren wir einfach zu dumm. Einfach wirklich zu dumm. Kinder auf den Shop und kaufen mit den verschiedensten Zahlungsmitteln, wie beispielsweise PaySafeCard, ihren Rang. Falls die Kinder das Geld nicht haben sollten, bitten sie halt ihre Eltern darum. Deshalb ist auf der Shop-Website direkt ein Hinweis an die Eltern gerichtet. Lustig an der Stelle, dass da viele Rechtschreibfehler drin sind. Hier mal eine korrigierte Version, könnt ihr euch später bedanken. Es wird wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Eltern... Mann, diese Info an Eltern, damals, ich dachte, es wäre schlau und dann haben wir das gemacht. Heutzutage finde ich es ein bisschen Quatsch, aber wir wollten da aufklären, falls dann halt wirklich Eltern für Kids was kaufen, dass die halt Bescheid wissen, was da so ein bisschen abgeht. Das war der Gedanke dahinter. Es war nicht böswillig gemeint. Eltern nicht sonderlich klüger sind als die Kinder, weil jeder normal denkende Mensch würde beim Anpreisen mit einem 50% Sale auf 50% Rabatt erwarten. Das gab's aber nicht mal annähernd bei den Rängen. Der Hero-Rang wurde auch neu in den Shop gepackt und ist direkt reduziert, kostet aber trotzdem eine Menge. Was ich bei dem Rang sehr kritisch sehe, ist, dass der Kontakt zu den Serverinhabern versprochen wird. Für den Preis sollte natürlich was geboten werden, 90 Euro ist eine Menge, keine Frage, aber in eine Skype-Gruppe, in der geheime Dinge besprochen werden und die Möglichkeit, die Serverinhaber direkt zu kontaktieren, habe ich bisher noch auf keinem anderen Server und auch noch nie im Spiel gesehen und es ist für mich nicht realistisch. Klar? Ja, sehe ich auch. Das ist eine super berechtigte Kritik. Dazu habe ich ja schon mal was gesagt, dass das früher so war und dass wir das da so reingeschrieben haben, das war total undurchdacht. Ich glaube, wir haben uns dabei nicht viel gedacht und wollten einfach ein cooles Feature geben. Gab da eine Gruppe, aber natürlich vermittelt das ein falsches Bild für den Käufer, weil der dann dachte so, hey, ich kann dann wirklich ganz viel Kontakt mit zum Beispiel mir haben. Das war nicht richtig und das würde ich heutzutage auch nie wieder so machen. Man kann den Käufer auf jeden Fall anschreiben und sich für den finanziellen Support bedanken. Aber was ist es bitte für eine Art Kontakt, wenn man den Kontakt mit sich verkauft? Zwangsweise wird man dann so wenig wie möglich machen und ist eher sogar noch genervt, wenn die Person ständig was von einem will, bis sie letztendlich so gut wie ignoriert wird. Und beim durchschnittlichen Alter der Zuschauer von denen denke ich schon, dass einige durchaus das Potenzial dazu haben, denen auf die Nerven zu gehen. In einem Video fragt SkyGuy zum Beispiel, was er denn mit dem Hacker machen soll, da er ratlos ist. Die Leute sollen es ihm doch bitte in die Kommentare schreiben. Langsam treibt dieser Typ es echt zu weit. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr machen würdet. Liest man dann einmal die Kommentare, kriegt man einen halben Herzinfarkt, weil dort so viel Schwachsinn drin steht. Man hat wirklich das Gefühl, dass dort nur verdummte und weniger reife Kinder unterwegs sind, die nicht zwischen gespielter Comedy und Realität unterscheiden können. Das war jetzt toll. Also da hast du jetzt gerade aber meine Community beleidigt. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ja, ich glaube, wir hatten teilweise sehr junge Zuschauer. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, viele wussten auch, dass es fake ist, fanden es trotzdem irgendwie unterhaltend. Und ich glaube, da pickt er auch die Besonderen raus.
Und deshalb gibt es hier auch mal ein paar Beispielvideos, woran deutlich zu erkennen ist, dass die Videos gestellt bzw. der Inhalt fake ist. In der ersten Kiste sind ganz, ganz viele... Da sieht man mich, da muss ich doch einmal ganz kurz... Schaut euch mal an, das bin ich von früher. Aber das könnte ja normal sein, aber in dieser Kiste sind 64 Stacks Eimer und das kann man als normaler User nicht machen. Es geht einfach nicht. Wenn ein Spieler keinen Befehl hat, diese Eimer von einer Größe von 16 als Stack auf 64 zu stacken, dann kann ich direkt sagen, das Video war natürlich bestimmt fake. Ja, also das kann ich direkt zugeben. Es ist unmöglich, das zu tun. Fox hat damit also vollkommen recht, ein normaler Spieler kann dies nicht machen. Der Server schaut sich nämlich an, ob der Spieler legitim handelt und falls es etwas nicht gibt, dann buggt es weg. Es wird dem Spieler also erstmal bei sich auf dem PC angezeigt, ist dann aber im echten Spiel nicht da, beziehungsweise verschwindet auch auf dem lokalen Bildschirm des Spielers beim Anklicken. Die Eimer sind aber da und auch vom Server bestätigt worden. Da Fox allerdings die Rechte hat, dies zu tun, ist davon auszugehen, dass er es selbst gemacht hat oder es einen anderen Admin geben muss, der das getan hat. Ansonsten hätte Fox auch nicht wissen können, dass die Kisten unter dem... Ah ja, ist der Unterschied jetzt so groß, wie ich heute aussehe? Guter Vergleich. Ich war auf jeden Fall um einiges schwerer. Aber sonst... ...sind und dann auch noch ganz, ganz zufällig die Truhen erwischen können, die doch fürs Video relevant sind. Oh mein Gott! Der Spawn-Check hat funktioniert! Und ich starte jetzt den TNT-Hack. Auch wenn das Video "Wir hacken live Scammer Base" heißt, wird in diesem Video nichts gehackt und es gibt auch keine super krassen Befehle. Ja. In Essentials, einem Basis-Plugin für Minecraft-Server, von dem wahrscheinlich auch Teile übernommen wurden, gibt es eine Funktion, einen Befehl auf ein Item zu binden. Dieses Item wurde vor allem Amus umbenannt und hat somit einen farbigen Namen. Nebenbei laufen über Minecraft auch keine .exe-Dateien, sondern nur .json, also Java. Ziemlich schlecht. Ja, das war auch nicht schlecht gefaked, sondern ich dachte, es ist einfach spielerischer und irgendwie cooler und atmosphärischer für die Zuschauer, wenn man das dann .exe nennt. So, dass, da hat man jetzt nicht gedacht, so, hoho, ich will jetzt, dass jeder glaubt, dass das eine .exe-Datei ist. Es war nicht böse gemeint. Schlecht gemacht an der Stelle. Im Chat sieht man tatsächlich sogar noch, dass das ganze World Edit ist und es gerade aktiviert wurde. In dem Sinne hat er nicht live eine Scammerbase gehackt, sondern das Video war bereits geplant und es musste genau so ablaufen. Das ist auch gut so, dass du das ist auch gut so, dass du keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Marlon, dass du das nicht aufnimmst. Marlon, ja, ich werde das auch nicht aufnehmen. In diesem Video wird sehr klar deutlich, dass es sich um einen Fake handeln muss. SkyGuy hat diesen Jungen laut vorherigen Videos angezeigt. Er nimmt ihn aber auf, obwohl er das nicht möchte. Lustigerweise macht SkyGuy sich selbst dann damit auch strafbar, da er gegen § 201 Strafgesetzbuch Vertraulichkeit des Wortes verstößt. In diesem Sinne könnte er also auch selbst angezeigt werden. Das Kind im Video schreit nur rum, SkyGuy hört sich das dann an und lacht. Ja, das war der Videoinhalt in einem Satz. Abgesehen davon bezweifle ich, dass die Polizei sowas interessiert. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich von der Polizei und Staatsanwaltschaft nicht sonderlich viel halte. Von allein wird da nicht wirklich gehandelt, zumindest nach meinen Erfahrungen nicht. Da muss man sich schon einen Anwalt nehmen und direkt selbst klagen. Und besonders im Bereich der PaySafe-Cards, wo draufsteht, dass man den Code nicht weitergeben darf, wird die Polizei zu Recht wenig Interesse zeigen. Nebenbei angemerkt, finde ich lustig, wie er bei 6 Minuten 48... Aber hier wird sich um solche Sachen gekümmert, nun mal Marlon. ...sagt, aber ihn die Leute die ganze Zeit mit Problemen anschreiben, um die er sich scheinbar nicht kümmert, da er gerade ein Video macht. Und dann seht ihr jetzt hier diese Liste, die unser Administrator erstellt hat. Ihr seht jetzt gerade Februar und März, nicht? Da ist meine Facecam gerade drüber. Da seht ihr schon gedupte Items. Erstens, wieso sollte ein Administrator eine Liste erstellen, wo er ernsthaft aufzählt, wie viele Items dupliziert wurden, wenn diese Liste in die Millionen geht? Das würde mit Einberechnung der 64er-Stacks Tage dauern aufzustellen. Abgesehen davon ist im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar, wie viele Items es mal gab, wie viele davon dupliziert wurden und wann sie dupliziert wurden. Die Zahlen sind also unsinnig gewählt. Zweitens, bei so großen Zahlen von mehreren Nutzern würden die Werte vergleichsweise proportional hochgehen. Das heißt, wenn die Diamantenblöcke sich verdoppeln, dann verdoppeln sich auch die Goldblöcke. Und wenn die Goldblöcke nicht mehr so oft dupliziert werden, dann gilt das auch für die Diamantenblöcke. Okay, das ist jetzt krass, dass der so in die Materie eingetaucht ist. Ich fand da Alpha Kevin in seinem Video ein bisschen besser, weil das ist jetzt so... Ja, natürlich, die Liste war wahrscheinlich fake. Also ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus. Das ist natürlich alles nur die Theorie der Massen. Der Realität kann es aber abweichen. Abweichung von 77.845 Emerald-Blöcken im Mai zu 533 im Juni, aber von nur 8.444 Eisenblöcken zu immer noch 965, sind dann aber ziemlich, ziemlich fraglich. Das ist alles andere als ähnlich, zumal Emeralds auch deutlich wertvoller sein sollten und es sich damit viel eher lohnen würde, Emerald-Blöcke
Spektakel zu duplizieren. Die Taktik bzw. das Vorgehen ist ja immer das gleiche. Ich habe hier das gerade ein bisschen freigelegt und ihr seht hier schon, da ist, ihr seht es richtig, da ist Badrock. Und ihr denkt euch jetzt, okay, wie kommt der an Badrock, Freunde? Ich will euch das jetzt gar nicht allzu genau erklären, weil einige andere City-Build-Server haben diesen Fehler auch noch. Ich möchte ihn ja nicht schaden jetzt an der Stelle, aber auf jeden Fall, Freunde, gibt es einen Fehler in dem Plot-Plugin. Das hat unser Entwickler auf jeden Fall gefixt. Das ist alles ziemlich kompliziert. Man kann quasi unsere Badrock-Ebene erheben. Das ist alles ganz kompliziert. Wir haben es jetzt auf jeden Fall gefixt. Das Herausheben der gesamten Badrock-Layer ist meines Wissens nach nicht möglich. Nein. Tun wir aber mal so, als wäre das Ganze möglich, auch wenn es verdammt unglaubwürdig eigentlich unmöglich ist. Der Spieler hätte ja den Badrock abbauen müssen, um in die Base zu kommen. Also da muss man schon Fire Golden lassen. Der hat sich da auf sehr viele Details gestürzt. Ich glaube, es war eigentlich relativ offensichtlich. Video ist halt gestellt. Ich finde, er hat es ganz gut aufgearbeitet, weil er wirklich mit sehr viel Logik rangegangen ist. Als hätte er wirklich Ahnung von Minecraft-Servern, finde ich auch cool. Das hat mir halt bei Montana Black und bei KuchenTV halt ein bisschen gefehlt. Allerdings ist Bedrock kein abbaubares Material, zumindest im Survival-Mode. Der Bedrock kann nur im Kreativmodus zerstört werden, den kein Spieler, sondern nur die Administratoren haben und auch vergeben können. Somit muss das Video an dieser Stelle bereits vorgeplant und fake sein. Bei 6 Minuten 25 stellt er eine Frage an einen Spieler, der scheinbar AFK, also nicht am PC ist. Daraufhin bekommt er länger keine Antwort, bis er dann nochmal nachfragt. Und dieser Spieler antwortet dann relativ schnell auf die vergangene Nachricht. Aber warum antwortet der Typ mir denn jetzt nicht? Was ich jetzt auf jeden Fall mal nachgucke werde, Freunde. Der hatte ja diese Geheimkammer, wo er sich drin versteckt. Hat er hier noch mehr Geheimkammern? Sind da unten Bilder? Ich guck mal ganz kurz, Freunde. Hier hatte ich, glaube ich, gerade schon geschaut einfach mal. Da sind keine. Das wäre jetzt mal interessant. Ey, der ist da. Der ist jetzt da, Freunde. Da der Chat allerdings recht belebt aussieht, ist die Nachricht bis dahin nicht nur auf dem Bildschirm verschwunden, sondern steht auch bereits im Chatverlauf sehr weit oben. In dem Fall ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der Typ den so schnell aufmacht bzw. durchlesen wird. Ich denke, dass... Aber warum antwortet der Typ mir denn jetzt nicht? Das Stichwort für den Mitspieler war zu antworten. Genauso gut könnte ich jetzt jedes andere Video von den beiden ansehen und hinterfragen, aber ihr seht, denke ich schon, dass es relativ eindeutig ist, in welche Richtung es hier geht. Perfect Reefer hat die beiden auch schon mal entlarvt, weil das Team von denen vor Aufnahmen Bescheid wusste und extra nichts gemacht hat, da in dem Fall der jeweils andere der Troller war. Also bei Sky Guy war Fox der Bösewicht und wenn Fox der Gute war, dann war halt Sky Guy der Böse. Ja, das stimmt auch. So war es häufig. Ja, genau, weil wir zusammen YouTube gemacht haben. Also da kann ich Fergon auch nur recht geben. Ich fand bloß so krass, dass generell zu der Zeit Fakes so in die Mangel genommen wurden. Also ich sehe da die Kritik, dass es halt nicht gekennzeichnet war und wie gesagt, heute würde ich das auch nicht mehr so machen. Aber heutzutage ist für mich YouTube halt eine unfassbar große Unterhaltungsplattform und ich finde, an ganz, ganz vielen Ecken gibt es gestellten Content, der nicht offensichtlich gekennzeichnet ist. Und das ist gar keine Kritik. Ich finde es völlig okay, weil dafür ist YouTube da, so Unterhaltung zu sein. Natürlich gibt es auch viel Reels, aber so, ich finde es halt an sich gar nicht so schlimm und heutzutage wäre das alles okay gewesen. Wir waren anscheinend zu früh damit da und das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich nicht daraus gelernt. Jetzt mein erwachseneres Ich würde das auch heute kennzeichnen, wenn ich ein gestelltes Video mache, auch wenn es gar nicht nötig wäre, aber war eine besondere YouTube-Zeit. Wenn ihr euch mal drauf sehen würde, die Server-IP findet ihr natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Ich benutze momentan in diesem Video übrigens den Griefer King-Rang. Und Freunde, wisst ihr, was das Besondere ist? Da wurde geschrieben im Team-Chat, dass das ich bin und dass man nicht den bannen soll. Aha, ich verstehe. Freunde, wisst ihr, was das Besondere daran ist? Genau denselben Rang könnt ihr euch auch bei uns im Shop besorgen. Gut recherchiert. Muss man schon weil sagen. Wir momentan nämlich einen richtig heftigen Sommersale haben, der ist auch gar nicht mehr allzu lange verfügbar, Freunde. Schau mal an. Es ist schon wie ein Haus, was einfach pur aus Diamanten besteht. Und hier ist noch so ein Typ. Fox und Skyguy spielen in ihren Videos beide die guten Helden, die für Gerechtigkeit auf ihrem Server kämpfen und die bösen Leute bestrafen, damit die anderen Spieler ihren Spielspaß behalten können. In Kombination mit dem eigenen Server eigentlich eine gute Marketingstrategie, um neuen Zuschauern das Gefühl zu geben, dass sich um sie gekümmert wird, wodurch... Wir haben nicht nur den Leuten das Gefühl gegeben, sondern es war wirklich so. Also ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute Atmosphäre auf dem Server auch damals schon geschaffen. Ich glaube, heute ist es nochmal besser, weil ich mehr Erfahrung gesammelt habe. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in den Chat schreiben, wie ihr aktuell OP-Sucht findet, die Umgebung, das Team. Und
Und dass wir uns als die Gutmenschen dargestellt haben, war uns wichtig, weil wir wollten ja jetzt nicht die Bösen sein. Wir wollten ja nicht irgendwie nach draußen das Vorbild jemandem vorleben, so sei asozial und dafür kriegst du dann irgendwie. Also es war ja klar, dass wir so die Serverpolizei gespielt haben in unseren Videos. Sie auf dem Server spielen und sich gegebenenfalls einen Rang kaufen bzw. von den Eltern kaufen lassen. Dennoch sind die Videos unglaublich peinlich und schlecht gefaked. Letztendlich sollte jetzt jedem von euch klar sein, dass die Videos von SkyGuy und Forks gestellt sind und niemand von euch sollte mehr darauf reinfallen. Denkt dran zu abonnieren und die Glocke anzumachen. Ich würde sagen, wir sehen uns im morgigen Video. Also abschließend gibt es über 6 Jahre später einen Like. Er hat mit ganz, ganz vielen Sachen recht. Ich würde aber auch sagen, ja, sachlich, cool gesagt, nicht beleidigend. Es war auf jeden Fall keine böse Absicht von uns. Heute wird das nicht mehr so gemacht. Und das war's mit dieser Reaction. Liken, kommentieren, abonnieren, um keine mehr zu verpassen. Und folgt mir auf Twitch, um live dabei zu sein. Haut rein.